Willkommen zu dieser Einführung in den Betrieb des BR Class 484 Elektrotriebzuges. Während dieser Einführung werden wir die folgenden Prozeduren durchgehen. Starten und Anhalten des Zuges sowie das Ein- und Aussteigen. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Ja, und damit begrüße ich euch ganz herzlich das erste Mal von der überarbeiteten Isle of Wight Strecke, nämlich von der The Island Line Strecke, das im Grunde genommen die Isle of Wight ist, ein Lok-DLC, nämlich die Class 484. Und zwar das Ganze von Rivet Games. Das DLC wird vermutlich so gegen 18 Uhr verfügbar sein für die PCs, für die Konsolen glaube ich ein bisschen früher. Und ja, die Jungs und Mädels von DTG haben mir einen Key zur Verfügung gestellt, deshalb schon mal ein kleines bisschen vorab die Preview. Das Ganze ist hier tatsächlich ein Early Access Build. Sehr schön. Ein Early Access Build. Das bedeutet, es kann sein, dass sich zum Release hier noch ein kleines bisschen die ein oder anderen Sachen verändern werden. Das kann sein, muss aber natürlich nicht. Es kann auch sein, dass es genauso bleibt, wie es jetzt hier ist. Es kann aber auch sein, dass einzelne Fehler da bis dahin noch ausgebügelt werden, falls wir noch welche finden. So viel sei hierzu gesagt. Und was auf jeden Fall schon mal super cool ist, man kann hier sehr, sehr viel hin und her wandern. Das ist super cool gemacht. Mir gefällt das sehr schön. Ich hoffe, das wird der neue Standard in TSW auch sein, dass man tatsächlich, ja, schön weitläufig durch die Gegend laufen kann. Aber das gucken wir uns alles noch an. Heute wird nämlich noch ein zweites Video erscheinen. Mindestens ein zweites, vielleicht sogar ein drittes. Mal gucken. Ja. Also der Bahnhof hier ist schon mal ziemlich gut ausmodelliert. Auch hier der ganze Innenbereich. Die Uhr hat leider keine Zeiger. Vielleicht, das könnte zum Beispiel einer von diesen Sachen sein, die dann noch dann verändert werden beim Release, dass die Uhr dann auch entsprechend Zeiger hat. Hier haben wir den Dinosaurier, der jetzt weg ist. Und einmal durch. Was haben wir hier? Ist das interaktiv? Please present card. Okay, es kann sein, dass das interaktiv ist, aber weil das hier ein Tutorial ist, sind häufig die interaktiven Elemente ausgesperrt. Was so ein paar, das ist im Grunde genommen damit zu begründen, je interaktiver so ein Tutorial ist, desto schwerer ist es, ein Tutorial zu programmieren. Bei einem Tutorial muss halt alles so laufen, wie es geplant ist. Ansonsten funktioniert halt das Tutorial irgendwann nicht. So viel dazu. Das hier ist unser Zug. Ein ehemaliger U-Bahn-Zug, die Class 484 von der Island Line. Und wir steigen mal ein. Der Führerstandstürknopf muss für einige Sekunden gedrückt werden, bevor sich die Tür öffnet. Mhm. Also ein schöner Zug, oder? Also. Ich finde schön. Hat was. Setzen wir uns mal hin. Und schließen. Sie werden viel Zeit auf dem Lokführersitz verbringen. Schalten Sie den Generalschlüssel auf entriegelt um, um den Führerstand zum Fahren freizugeben. Ja, gucken wir uns noch einmal ganz kurz hier im Wagenbereich um. Also auch sehr detailliert gemacht. Die Sitze gefallen mir sehr gut. Die sind hier schön ausmodelliert. Ja, Londoner U-Bahn-Feeling so ein bisschen, ne? Wer schon mal da war. Hier haben wir sehr, sehr viele sehr, sehr viele Details verbaut. Was ist hier? Join the Rivet Games Forum. Passenger Safety. Hier haben wir dann Alarm. Hier können wir die Türen auch noch öffnen. Die sind interaktiv. Hier haben wir praktisch Streckenkarten. Witzigerweise mit Screenshots aus dem TSW-Bild. Also, ja, das finde ich auf jeden Fall cool gemacht. Was haben wir hier? A light at Smallbrook Junction for a cross-platform connection to the Isle of Wight Steam Railway. Aha, das ist auf jeden Fall sehr cool. Ja, die Dampflok-Strecke, die es auch auf der Isle of Wight gibt, ist hier praktisch dann mitbeworben. Also die es auf der echten Isle of Wight gibt. Hier im TSW ist die Strecke nicht komplett ausgebaut. Oh, das ist aber schön. Ich bin hier ehrlicherweise, muss ich zugeben, so ein bisschen auf der Suche nach irgendwelchen Hinweisen auf ein nächstes DLC, weil Rivet Games was ganz gerne macht. Aber ich habe jetzt bisher hier nichts gefunden und das wiederholt sich auch alles. Na gut.
So, dann setzen wir uns mal. Interessant ist auf jeden Fall, dass ich diese God-Mode Mod eigentlich aktiviert habe, aber die witzigerweise jetzt hier im Tutorial nicht auftaucht. Interessant. So. Die Zugzielanzeige und die Zuglichter zeigen den Fahrgästen an, dass dieser Zugdienst betriebsbereit ist. Stellen Sie die Zugzielanzeige auf Right St. John's und aktivieren Sie die Zuglichter. Woher weiß ich? Da, jetzt anscheinend. Das sieht aber cool aus, ne? Dass das praktisch von rechts nach links durchläuft und Zuglichter, Fahrgastraumbeleuchtung an. Gut Danke. gemacht. Stellen Sie nun den Richtungswender auf Vorwärts. Einmal auf Forward. Der Richtungsschalter steuert die Fahrtrichtung bei Stromzufuhr im Verhältnis zur Sicht auf die Fahrerkabine. Es befinden sich Knöpfe zum Öffnen und Schließen der Türen an jeder Seite des Führerstands. Jeder Knopf öffnet oder schließt die Türen auf der jeweiligen Seite. Öffnen Sie die Drücken Sie Fahrgasttür. die Türfreigabetaste für die Ja. entsprechende. Bekannte TSW-Stimme, ne? Man kennt sie. Die sind tatsächlich, glaube ich, im richtigen Spiel alle in irgendeiner Form aktiv nutzbar. Nur halt hier im Szenario. Im Tutorial sind halt, wie gesagt, oft diese interaktiven Schalter nicht nutzbar. AWS. Nee, was ist das? AWS, IS, keine Ahnung, was das ist. DSD. Ja doch, ja, AWS möchte ich nicht anlassen. Schließen Sie die Fahrgasttüren. Okay, hier hinten. Der Kombihebel ist in zwei Zonen aufgeteilt: Beschleunigen und Bremsen. Okay. Die Bremsenzone steuert die dynamische Bremse dieses Zuges an. Die Beschleunigenzone hingegen regelt, wie viel Leistung an die Fahrmotoren gegeben wird. Fahren Sie jetzt zum nächsten Haltepunkt mit Hilfe des Kombihebels. Das Sound kann ich nicht einschätzen, aber gefällt mir. Also ich kann nicht einschätzen, ob es realistisch ist. Ich kann aber sagen, dass es mir definitiv gefällt. So, schalten wir ab. Wir haben 20 erreicht. Also, es gefällt mir. Hier würde ich gerne mal Urlaub verbringen. Okay, wir halten jetzt hier vorne in Right Esplanade. Oh. Halt an, halt an. Erster Halt, allererster Halt auf der Strecke direkt die Notbremse genutzt. So machen das die Profis. Was wir übrigens auch haben, was wir uns gleich angucken werden, aber ich weiß nicht, ob man das tatsächlich bei diesen guten Verhältnissen sehen kann. Hier werden jetzt bei den Stromschuhen, also ne, wir haben ja das hier ist praktisch ja die Stromschiene und hier vorne, das hier ist der Stromschuh und da ist es so, dass wir jetzt mittlerweile Funkenflug haben und das finde ich sehr, sehr cool als Feature. Da habe ich mich extremst gefreut, als sie das gesagt haben. Und ja, bleiben wir mal mit der Kamera hier.
ich glaube, man sieht das hauptsächlich bei. Da. Ist das cool oder ist das cool? Wir sind aber viel zu schnell. Es macht sogar Geräusche. Habt ihr das gehört? Machen wir Instrumentenbeleuchtung an. Gut. Dann halt eben. Ach, hier. Genau. So, Wright St. John's. Also ich bin kein Fan von englischen Strecken. Naja, das wisst ihr ja. Für mich sind ja hauptsächlich deutsche Strecken, stehen da so im Vordergrund. Aber die Strecke hat das, glaube ich, echt in sich. Hier britisches Vorsignal. Das zeigt, glaube ich, halt zu erwarten, oder? Nee, doch nicht. Also ich bin wirklich komplett fasziniert von der Funktion mit den Stromschuhen. Ich finde es ganz, ganz toll. Und ich hoffe sehr, dass alle zukünftigen Fahrzeuge dieses Feature haben werden und dass auch bei den alten Fahrzeugen mit Stromabnehmer und Stromschuh das noch praktisch dazukommt. Denn das hat echt gefehlt, meiner Meinung nach. So, wir halten gleich an in Wright St. John's. Ich finde auch, ehrlicherweise, guckt euch mal so die Ausgestaltung der Strecke an. Das gucken wir uns, wie gesagt, im nächsten Video auch noch intensiver an. Das ist ja nur das Fahrzeug-Tutorial. Aber die Ausgestaltung der Strecke ist par excellence hier. Wirklich. Also zumindest das, was ich auf den Vorschau-Videos gesehen habe. Ich fahre jetzt gerade die Strecke das allererste Mal mit euch hier zusammen. Insofern, alles klar. Na? Keine Notbremse oder so. Ja, zu Ziel hier fehlt zum Beispiel, aber das liegt, glaube ich, daran, dass es ein Tutorial ist. Das ist ja immer so. Bei diesen Szenarien funktionieren ja diese Bahnsteigsinformationssysteme nie so wirklich. Einer der Unterschiede zur alten Isle of Wight ist halt eben, dass jetzt hier in Realität wurde, glaube ich, der Bahnsteig angehoben. Ne? Das ist jetzt praktisch die Bahnsteigshöhe. Und auf der alten Strecke war das eben nicht der Fall. Also Rivet Games hat ja im Grunde genommen, das ist ja eigentlich ist es ein Lok-DLC, das immer ein kleines bisschen teurer ist als normal. Und dafür hat es aber eine ganze Strecke mit sich. Denn auf der alten Isle of Wight passt halt dieser Zug nicht. Denn auf der alten Isle of Wight Strecke, die ist halt nicht für diesen Zug ausgelegt. Achso, Moment. Oh, wir sollen gar nicht weiterfahren. Ach, ist jetzt schon das Tutorial vorbei? Ich habe gerade erst meinen Spaß hier gefunden. Richtungswende auf, aus. Zuglichter auf, aus. Spitzensignale auf. Wo ist denn aus? Da oben. Gute Arbeit. Damit sind die Grundlagen abgedeckt. Sie können auch ein Handbuch erhalten, in dem alle Funktionen und Merkmale dieses Triebzuges erläutert werden. Jo. Dann? Die Isle of Wight Strecke ist mit TPWS-Baken ausgestattet. Mehr Informationen über TPWS können im Handbuch gefunden werden. Das ist ein Sicherheitssystem. Ich bedanke mich dann ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Wie gesagt, es wird ein weiteres Video folgen. Und zwar fahren wir dann richtig hier mal auf der Isle of Wight. Und zwar wird es um 14 Uhr dann online kommen. Und eventuell kommt dann noch ein drittes, so gegen 18 Uhr oder so. Aber das weiß ich noch nicht, ob ich die Zeit dafür habe, ein drittes aufzunehmen. So viel also für den Moment. Seid gespannt. Ich finde die Strecke bisher, das, was ich gesehen habe und das, was ich an Funktionen hier gesehen habe, finde ich schon ganz cool. Und so. Ja, mein bisheriges Urteil. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Alles Gute, alles Liebe.